Den ersten Teil dieses Videos, den habe ich auf dem Jens Rabe Kanal gepostet. Da habe ich schon darüber gesprochen, was die heutige Brexit-Entscheidung für Auswirkungen hat auf die Aktienmärkte. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was hat denn das für Auswirkungen auf die Optionsmärkte, auf unseren Optionshandel. Ich habe heute früh schon mal reingeschaut in die WIX-Terminstrukturkurve und die ist natürlich sofort in Backwardation gegangen. Das heißt also, der WIX, der gestern noch unter 20 war, der wird heute deutlich über 20 abschießen und könnte mir vorstellen, dass der heute sicherlich vielleicht mal 20, 25, 30% steigt. Der VXX genauso, da wird es heute richtig sehr nach oben gehen und die Volatilitäten, die ziehen natürlich heute wahnsinnig nochmal an, obwohl sie ja schon relativ hoch waren. Aber wir hatten so die letzten 3, 4 Tage ja gesehen, Vola ging runter und jetzt zieht das natürlich alles nochmal an. Das ist auch ganz klar, ne? Wenn man sieht, S&P 100 Punkte minus, DAX fast 10% im Minus vorbörslich, das Pfund, glaube ich, war 11% im Minus. Der japanische Yen 5% im Plus. Also da gibt es halt wirklich große Bewegungen und große Bewegungen bringen große Volatilität mit sich. Und da wisst ihr natürlich, das ist die beste Zeit für die Optionsverkäufer. Allerdings muss man natürlich jetzt hier ein paar Sachen beachten. Nummer 1, wenn ihr heute in eure Konten schaut, dann werdet ihr natürlich feststellen, dass wir ein Portfolio hat aus verkauften Optionen, das wird heute im Minus sein. Da werdet ihr heute Tagesverluste haben. Was aber ganz normal ist, ne? Wie gesagt, wir haben viele große Bewegungen gehabt, im Gold beispielsweise auch. Und durch die ansteigende Volatilität werden natürlich viele Positionen heute erstmal ins Minus kommen. So, wenn man heute früh, es ist jetzt kurz vor 9, 10 Minuten vor 9 ist es jetzt, wenn man sich jetzt die Märkte anschaut, dann werden die zwar theoretisch schon gehandelt, aber die Spreads sind so, also riesengroß. Und immer wenn wir solche Spreads sehen, dann wissen wir, Unsicherheit der Market Maker, die wissen nicht, wie sie die Preise stellen sollen und da sollten wir uns raushalten. Das heißt, versucht jetzt bitte nicht, vor den Öffnungszeiten heute Nachmittag in Amerika irgendwas zu attestieren, irgendwas Wildes hier zu machen, sondern schaut euch das Ganze entspannt an, schaut da einfach zu, was da jetzt passiert und was da jetzt eben im Markt ist. Und dann heute Nachmittag, wenn die Spreads wieder enger werden, kann man mal schauen, ob man eventuell irgendwas attestieren muss oder nicht. Auf jeden Fall sollte man jetzt nicht in Panik verfallen und schnell alle Positionen von Bord werfen, sondern sich wirklich überlegen, was hat sich hier getan und ist es sinnvoll, so eine Position jetzt zu adjustieren oder ist es nicht sinnvoll? Viele haben jetzt auch immer Angst, wenn sowas passiert wie britisches Pfund fällt 10%. Aber schaut euch mal historisch an, das ist so eine Arbeit für den heutigen Tag, schaut euch mal an, wie oft passiert denn das, dass eine Währung sich 10% am Tag bewegt und was kommt danach? Also geht es dann die nächsten Tage so weiter oder kommt vielleicht das Gegenteil? Das ist eine wichtige Sache, die wir heute lernen können. Und dann ist natürlich so ein Tag wie heute, der sich ja wahrscheinlich am Montag, Dienstag eventuell noch fortsetzen wird, dann ist das natürlich eine goldene Zeit für uns. Warum? Weil es die Volatilitäten nach oben bringt und weil sich jetzt wahnsinnige Gelegenheiten ergeben werden, aus dieser Panik heraus, aus dieser Angst heraus, Optionen zu verkaufen. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt vielleicht mal 1, 2 Tage in Preisrückgang oder in Rückgang in den Depots haben. So what? Wen interessiert das, wenn wir wissen, dass wir jetzt die Grundlage legen für sehr, sehr gute Gewinne in den nächsten 2, 3, 4, 5 Monaten? Und deswegen, Aufgabe Nummer 1 heute, keine Panik. Ne? Lasst euch nicht von dem anstecken, was sowieso schon heute den ganzen Tag passiert. Wenn ihr hier die Börsensender anschaut, NTV oder CNBC oder auch wenn ihr die normalen Nachrichten anschaut, überall betroffene Gesichter und Panik und die Welt geht unter. Nein, die Welt wird natürlich wieder mal nicht untergehen, sie wird sich weiter drehen. Es wird auch morgen noch Handel geben, morgen nicht, morgen ist Samstag, aber am Montag wird es noch Handel geben, die ganze nächste Woche. Und ja, vielleicht fallen die Märkte noch ein bisschen, das kann durchaus sein, aber das sind natürlich jetzt die Chancen, die wir auch als Optionshändler nutzen müssen, als Optionsverkäufer. Wer jetzt irgendwie Long-Optionen war, der sollte Gewinne mitnehmen, weil er natürlich jetzt hier einen schönen Vola-Anstieg hat. Und wer Short-Options hat, der sollte schauen, was er eventuell in den nächsten Tagen, das muss auch nicht heute passieren, da habt ihr Montag Zeit, am Dienstag, also sammelt euch, macht euch einen Plan, was ihr dann einfach für neue Positionen machen könnt. Auf jeden Fall sind das die Gelegenheiten, auf die man als Optionsschreiber wartet. Das passiert nicht allzu häufig. Das passiert nur 1 oder 2 Mal im Jahr. Wenn es dann aber kommt, dann muss man zuschlagen und dann muss man einen Plan haben, was man da macht.
Das war es ganz kurz heute hier direkt aus unserem Handelssaal an diesem wirklich heißen Tag. Draußen gehen die Temperaturen jetzt schon Richtung 30 Grad. Wir merken es hier, weil wir haben extra für das Video die Tür zugemacht. Deswegen ist es ein bisschen warm. Wir sehen uns dann wieder in einem weiteren Video. Das wird dann wieder ein ganz normales Video mit ein bisschen Inhalt. Das war mal so eine Ad-Hoc-Meldung zum Brexit. Genießt das Wochenende, genießt das schöne Wetter und nicht vergessen, Sonntagabend, was viel Wichtigeres, da spielt Deutschland gegen Slowenien. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut.